Wie wichtig eine richtige Ausbildung für die Feuerwehrmänner von morgen ist, zeigte der 24-Stunden-Ausbildungsmarathon für die Jugendlichen der Freiwilligen Feuerwehr in Rannersdorf. Was bei einem so langen Tag alles passieren kann? Stunden mit den Jungen jetzt unterwegs gewesen. Ihre persönlichen Eindrücke, was mussten die Jungen heute alles machen? Gestern am Samstag war Treffpunkt, um 8:30 Vormittag. Lageraufbau, Einteilen der Gruppen. Vormittags war dann technischer Einsatz und Brandeinsatz. Nachmittag haben wir gehabt einen Orientierungsmarsch mit Stationsbetrieb. Anschließend wurde noch geübt für die Bewerbsbahn fürs Landesjugendlager. Am Abend war dann Pizzaessen zur Stärkung wiederum. Um 8:30 haben wir dann den ersten Tussalarm, wo wir dann mit 3 Fahrzeugen ausgefahren sind. Wo es natürlich auch in der Wirklichkeit so ist, dass man dann hinkommt. Der Alarm war ein Fehlalarm. Wir sind dann wieder eingerückt und um 23 Uhr war Nachtruhe. Und leider um 1:45 in der Früh mussten wir noch einmal ausrücken zum zweiten Tussalarm. Und ja, wir waren in 3,5 Minuten waren wir auf der Vorzeige und sind ausgerückt. War eine ganz gute Zeit. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man bedenkt, ja, dass ja irgendwo ein Abgang auch wieder vorhanden ist bei der Feuerwehr, altersmäßig, muss man auch das Neue von den Jungen her ergänzen. Und das gerade ist das Werkzeug für die Zukunft mit den jungen Leuten, die ja wirklich sehr gut ausgebildet wird. Und deswegen auch ein recht herzliches Dankeschön an die Ausbildner. Und natürlich auch von der Stadtgemeinde wird ja auch doch eine gewisse Summe aufgewendet. Was aber nichts dazu beiträgt, dass die Jungen freiwillig herkommen, das gerne machen, mit Ehrgeiz machen, das hat man auch gesehen. Ich war gestern bis um 22 Uhr hier, also die waren noch immer sehr aufgeregt, voller Begeisterung, das hat mich schon beeindruckt. Also ich bin bei der Feuerwehr, weil es mich selber sehr interessiert, das ist auch ziemlich spannend, wenn man weiß, was da alles gemacht wird und wie die einem helfen können, die Feuerwehrmänner. Und ich kenne mich bei den Autos sehr gut aus, eigentlich, ja, ich weiß auch sehr viel über die Feuerwehr jetzt. Und ich denke, dass ich für den aktiven Stand ziemlich bereit bin. Wie sind Sie selber zufrieden und wie wichtig sind denn solche Ausbildungen für die neuen Feuerwehrmänner von morgen? Ja, das ist an sich schon über den letzten Jahren hindurch gewachsen, ein stetiger Ausbildungsfaktor. Es war ganz wichtig, erstens einmal die Jugendlichen zu motivieren, bei der Feuerwehr ist was los, da bewegt sich was. Und wir sehen es aus den jüngsten Ereignissen, dass hier die Ausbildung der wesentliche Faktor ist, dass die Einsätze, und wir haben sie jetzt noch, wir haben in Niedersachsen zurzeit 2000 Mann im Einsatz, dass die Jugendlichen herangeführt werden, was bedeutet Feuerwehr, was spielt sich rund ums normale Feuerwehrleben ab. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor im Ausbildungssektor. An einem Wochenende wie diesem, wo wirklich Feuerwehrleute gefragt waren, kann man da stolz sein auf die Jugend, die so zahlreich an diesen 24-Stunden-Übungen teilgenommen hat? Ja, einerseits natürlich auf die Feuerwehrjugend, dass wir uns sicher fühlen können in unserer Stadt, dass hier der Nachwuchs großes Interesse hat. Das muss man natürlich aber auch in der Familie erleben. Und so freut es mich, dass heute hier in der Feuerwehr die Feuerwehrjugend ausgezeichnet wurde, dass hier Aktivitäten stattfinden. Denn in den letzten 2 Tagen, muss ich schon sagen, also das Hochwasser hat natürlich ganz Niederösterreich erfasst und wir sind in der Stadtgemeinde doch auch verschont geblieben. Das natürlich aber auch deshalb, da wir große Anstrengungen unternehmen, um hier den Hochwasserschutz in der Stadt Schwechat herzustellen. Es fehlen uns noch einige Kleinigkeiten, aber wir sind bestrebt, den Hochwasserschutz herzustellen, um hier die Sicherheit für die Bevölkerung auch zu gewährleisten. Wie viele junge Feuerwehrmänner oder Mädchen habt ihr denn jetzt hier in Rannersdorf-Schwechat? Wenn ich jetzt sagen würde, zu wenig, wäre das gelogen, weil speziell der tollen Führung der Rannersdorfer Feuerwehr, Jugendführer, haben wir jetzt einen Stand so um die 22. Es können natürlich immer mehr sein, aber wir haben begonnen vor ungefähr 10 Jahren, da hatten wir 6 Jugendliche. Also wir haben das vervielfacht und da bin ich schon sehr stolz drauf. Wie alt bist du und was hast du jetzt für ein Abzeichen oder für den Rang oder für eine Ehrung bekommen? Ich bin 12 Jahre alt und ich bekomme den 2. Dienstgrad. Jetzt hast du diese 24 Stunden ja live miterlebt. Wie war denn das so? Ist ja toll. Wir hatten viel Spaß, haben ein bisschen geübt. Am Vormittag haben wir eine Zubringerleitung gelegt.
und haben ein bisschen herumgespritzt und dann noch mit dem Hebekissen gearbeitet, mit dem HLF 3. Wieso bist du bei der Feuerwehrjugend? Was ist hier so toll? Weil ich schon immer zur Feuerwehr wollte und weil es sehr viel Spaß macht.